Immer rein, wo du nur Geld verdienst, damit du unabhängig bist von deinen Eltern. Immer, wo du nur viel Geld haben willst, damit du deinen Eltern beweist, dass du eigenständig bist. Immer, wo du nur Geld möchtest, um ihnen zu zeigen, dass du besser bist als sie. Bitte lösen. Immer, wo du sie in den Heim zahlen möchtest, damit. Bitte lösen. Überall, wo du einen perfekten Partner haben magst, bevor du reich bist, weil wenn du reich bist, sowieso kein Brauch und Partner mehr kriegst. Überall, wo du jetzt einen perfekten Partner haben musst, weil wenn das nicht die perfekte Beziehung ist, bevor du reich bist, kriegst du keine gescheite Beziehung mehr. Warum du noch Angst hast, alleine zu sein, wenn du reich bist. Warum du noch glaubst, dass du den Kindern was zurückzahlen musst. Oh ja, das ist schade. Warum du glaubst, dass du es überhaupt kannst. Stimmt, du wirst von deinen Eltern immer mehr bekommen haben, als du ihnen je zurückgeben kannst. Geht gar nicht. Wie kriegst du wieder Kinder, der du wieder was gibst? Wenn du keine Kinder hast. Überall, wo du das noch kennst. Oder wo du noch glaubst, dass dich deine Kinder nicht mehr zurückzahlen können. Ich denk bringen. Ja, genau. Überall, wo du glaubst, dass dich Kinder arm machen. Boah, da war was Lustiges. Wir haben gespielt Cashflow beim ILA-Zentrum draußen. Und das ist eben so ein Brettspiel, du bist jetzt im inneren Kreis und du musst schauen, dass du rauskommst zu den Reichen. Und dann kannst du halt immer würfeln und dann kannst du sagen, du fährst ins Gefängnis oder du kannst eine Aktion kaufen, kannst dort wieder verlieren. Und ich war Arzt, hab verdient 14.000 im Monat, habe aber Abgaben gehabt, gute 10.000 im Monat. Und dann habe ich noch einmal, dann kriege ich ein Kind, scheiße, 700 Euro weniger. Kriege ich ein zweites Kind, 1.400 Euro, und ich bin so geflasht. Und ich habe zwar ein bisschen Geld, aber egal, das ist ja scheiße, jetzt habe ich zwei Kinder. Das hat mich so geschockt in dem Moment, für mehr als das Geld. Das war so herrlich. Ich habe vier Kinder. Das ist sehr geil. Aber das kann ich echt empfehlen, das Spiel ist sehr, sehr cool. Weil das zeigt, muss ich das kaufen oder werden so ja. Spielrunden irgendwo angeboten? Ich glaube im ILA-Zentrum machen sie es einmal im Monat, spielen sie es glaube ich Dienstag. Cashflow. Ja. Cashflow. Wo ist das ILA-Zentrum? Was ist das? Nach Simmering draußen. Also ich spiele es neben der Straße. Eberstdorfer Straße. Ja. Mhm. Und das ist echt ein sehr geiles Spiel, das kann ich jedem noch empfehlen. Ja. Und das ist echt irre witzig. Vor allem du lernst echt mit Geld umzugehen. Weil dann merkst du, eigentlich war keine Ahnung, wie viel Geld gerade habe. So wirklich dieses einmal lernt, mit dem umzugehen, ist sehr geil. Das Buch dazu ist Rich Dad, Poor Dad. Ja. Habe ich sogar als Hörbuch da, wenn ich mir das... Kannst du uns das schicken? Ich habe jetzt alles auf die Festplatten von Thomas aufgegeben, wer sich was kopieren möchte. Ich habe da, was sind 20 GB an Infos. Diese Sachen, die du uns letztens in Wien gegeben hast, ist dasselbe, oder? Ich habe es mal durchforstet und da habe ich nicht so viel gefunden, nur für die Meditation. Keine Ahnung. Ich hab da einiges. Ich durchschaue. Ich habe einmal bei einer Runde mitgemacht und wir hatten dann die Erkenntnis, wenn man alle zusammenarbeitet, dann kann man sich halt ultra schnell helfen. Was? Das ist geheim. Das ist super. Ja, weil es darum geht, außen passives Einkommen zu haben und innen ist vor allem das Arbeiten gehen, das Hamsterrad. Und sobald einer von zum Beispiel vier Leuten oder zwei von vier Leuten draußen sind, können die innen sind so schnell pushen, weil innen sind so kleine Geldmengen, wie es eigentlich geht, und draußen ist das Verhältnis dazu überdimensional. Das heißt, die Leute zusammenarbeiten. Ich hab's checkt. Ja. Was brauchst du, Geld zu verdienen, wenn du das lernst? Welche Geldmenge möchtest du in nächsten Monat manifestieren? Was brauchst du jetzt wirklich? Und was ist dein nächster Schritt dazu? Und wann bist du bereit, diesen nächsten Schritt zu machen? Und alles, was dich daran hindert, bitte lösen jetzt. Danke. Was ist dein Verwendungszweck für diese Summe, die du gerne haben möchtest?
solange du halt wirklich ein Ziel hast und der einzige Ziel ist, weniger Angst zu haben, ist es kein wirkliches Ziel. Dann geht es wieder nur um die Kontrolle, um die Angst und das interessiert das Geld nicht. Geld folgt der Freude. Also was macht dir Freude? Aber Ziel wäre, eine Immobilie zu kaufen, oder? Und damit dann passiv. Ja, wenn du damit Freude hast, ja. Kommt Zeit, komm. Ja, mit dem war schon mit, aber mit passivem Einkommen habe ich schon Freude. So ein Trainingscamp kostet so was. Mit passivem Einkommen? Ja. Ah! Verdammt! In your face, fucker! Nein! Ja, aber dann kann man von mir drauf fahren. Nein, funktioniert nicht. Aber wofür? Was machst du damit? Jacuzzi. Ich liebe Jacuzzi, ich schwöre. Ich bin wirklich ein Jacuzzi. Aber den kriegst du für 3000, das wusste ich. Da brauchst du mehr, oder? Da brauchst du kein passives Einkommen für Jacuzzi. Jacuzzi, es gibt Eggbody One. Wenn ein Gescheide kostet schon ein bisschen mehr. Ja, 10er. Was kann 10er kosten? Ja, aber dann hast du ein Gescheide. Mit Außentemperatur draußen. Die ganzen Nuben. 20.000. Oh, Champagner. Er möchte das raus. Was für Edelnuten hast du noch? Weil Ziel wäre, dass ich sage, ich möchte in ein paar Jahren mir leisten können, ein Jahr nur die ganze Welt zu bereisen und zu befliegen und nichts verdienen zu brauchen, so quasi. Ja, das geht da easy. Ja, aber das geht ja, das hat ja alles mit Geld nichts zu tun. Das kann ja ohne Geld auch alles kriegen. Ja, mit das ist leichter. Ja, aber es ist, schau, das erste das ist dein Wunsch. Das ist ein bisschen Geld brauche ich dafür natürlich. Ja, aber das heißt, für 10.000 reist du auch schon über ein Jahr. Ja, stimmt, ja. Und über die Frage, wie du reist und wohin du reist. Ja, sicher. Aber das ist dann auch wieder dieses, hey, ich brauche ja kein Geld, weil ich kann ja so reisen, oder? Ich ja, das ja so. Aber das ist trotzdem immer da im Feld. Und es geht jetzt mehr darum, wie stark ist wirklich der Impuls von da. Wenn der Impuls noch immer von da oben ist, mit der Angst, ist er nicht von da. Mhm. Du musst wirklich wollen, wow, ich möchte in den Geistenhotel sein. Ich möchte erste Klasse fliegen. Das musst du wirklich wollen. Und solange da dieses Gefühl nicht da ist, dann ist es so, ja, war schon cool, aber. Und solange da aber ist, weil es da wurscht ist, kommst du da nicht hin. Aber wenn du so, also wenn du reiche Leute fragst, dann immer hin zu Motivation, die sagen immer, weil, und dann kommt irgendwas, was sie geil finden. Ja. Ja. Es kommt nicht Angst vor Rechnungen, also alles, damit ich meine Rechnungen zahlen kann, damit ich keine Schulden habe, damit es meinen Kindern nicht schlecht geht, das ist alles Motivation, die macht mich frei. Du brauchst eine Motivation, damit ich ein freies Leben genießen kann, also nicht die Welt sehen, keine Ahnung, was auch immer, ja, Menschen kennenlernen, anderen. Hilfreich ist, geben. Geben ist extrem hilfreich, weil wenn du was gibst, dann kommst du in das Gefühl der Fülle, weil du kannst nur was geben, wenn du genug hast. Ja. Deswegen eine gute Idee ist, einfach was hergeben, regelmäßig was spenden und so. Mhm. Und wie wenig du hast. Weil wenn du von 100 Euro nicht 10 weglegen kannst, kannst du von 1000 auf 500 da weglegen. Mhm. Also, das ist ja auch das Ziel, wenn ich sage, ich möchte so viel wie möglich halt spenden. Also für Leute nicht so viel haben, dass ich jetzt sage, ich will... Ja, du versuchst jetzt mit deinem Konzept dorthin zu kommen, wo du... Müsst du den ganzen Obstern wirklich was machen? Kannst du ja mal bitte hinhören? Merkt ihr, dass er versucht, über seinen Kopf irgendein geiles Konzept zu entwickeln, damit er zu diesem Reichtum kommt, der er halt kapiert? Und da kannst du dorthin kommen über den Kopf, weil es von da ist. Jede Manifestation kommt übers Herz halt. Was kann da vom Herzen kommen, wofür ich so viel Geld brauche? Was ist das bei dir zum Beispiel? Gib mir eine Antwort, dass ich es schau, du verdienst da bei einzelnen Nachrichten, weiß ich nicht, 20.000 Euro oder wie? Was machst du mit dem Ganzen? Oder warum willst du es unbedingt so? Er will es nicht. Es ist bei mir überhaupt kein Wollen mehr da. Okay. Schon lange nicht mehr. Okay. Das waren früher die Fragen. Also okay, was mache ich mit dem Geld? Was möchte ich mir gönnen? Aber wenn es keine Wünsche mehr gibt, du hast es dann einfach. Du baust dann irgendwann ein Haus fertig. Aber es gibt keine Wünsche mehr, weil jeden Wunsch, den ich früher gehabt habe, habe ich einfach gemacht, egal ob ich Geld gehabt habe oder nicht. Mhm. Ich wollte dorthin, bin dorthin gekommen. Ich wollte dorthin, bin eingeladen worden. Das war nie die Ausrede. Die einzige Ausrede, die ich damals gehabt habe, ich hätte gerne eine Pyramide bauen. Okay. Und sie hat baust du jetzt die Millionen hernehmen. Das war damals die erste, wo ich die Mentoringsgeschichte gemacht habe. Ja, warum verdienst du denn jetzt immer noch so viel, wenn du es eigentlich nicht brauchst? Für mich war noch ein Zeitpunkt, wo ich sage, okay, ich möchte immer noch die normalen Menschen erreichen,
Und nicht nur die Reihen. Und so, okay, du machst einfach zwei Arten von Seminaren. Einmal, wo ich 10.000 vier Wochen verlange und einmal, wo ich 1.200 verlange. Ja. Und es war für mich immer selber nachgefragt, was müsste ich verlangen, damit du das, was ich unterrichte, auch wirklich die Leute empfangen können. Und da waren wir 15.000 die erste Antwort. Und ich war geschockt. Das war vor zwei Jahren. Und das ist halt genau das, wo ich sage, okay, ich kenne inzwischen sehr viele Millionäre und reiche Leute, wo ich sage, okay, immer dann den und den Preis, aber es geht dir nicht mehr ums Geld, den Gedanken hast du, den gibt es bei mir nicht mehr. Mhm. Weil es ist für mich, es ist nicht die Limitierung, ist das, was du wirklich möchtest. Und dann kommst du drauf, was möchtest du überhaupt wirklich? 90%, was du glaubst, dass du möchtest, sind nur geile Ideen, wo du kurzzeitig wohlfühlst, aber es ist nicht der wirkliche Herzenswunsch. Und nachdem mein Herzenswunsch nie war, wirklich reich zu sein oder Millionär zu sein, ist es für mich schwieriger zu manifestieren. Ich bringe es eben bei, aber es ist nicht... Ja, du machst es ja selbst auch. Das ist nicht das, was da drin ist. Aber er macht es nicht, um Millionär zu sein. Ja, aber die Wahrheit ist, schau mal, das ist, ich krieg die Frage auch oft gestellt von Leuten, ja. Weil ich meine, ich bin jetzt in der glücklichen Position, wo ich jetzt auch nicht mehr arbeiten müsste für mein Geld. Ja. Also ich habe ausreichend, was ich online verdiene und so. Also ich könnte doch erleben, ich meine, ich müsste vielleicht mein Lifestyle dort und da ein bisschen reduzieren. Aber und ich könnte eigentlich mit, keine Ahnung, einem Klienten in der Woche wahrscheinlich besser leben als andere Leute, die normal verdienen. Ja. Jetzt fragen die Leute, okay, na, für was brauchst du das, für was machst du das? Okay, erstens einmal, ich habe Menschen, die mir wichtig sind, die ich liebe, aber viel wichtiger ist, also sagen wir, ob das richtig ist, ja, ich glaube, also es gibt ein Gesetz von Beziehungen, das heißt, wer zu viel bekommen hat, gibt. Und das ist ein ganz spannendes Ding und das merkst du auch in Beziehungen zwischen Mann und Frau, wenn einer das zu sehr will, dann ist für den anderen uninteressant, du bist nicht in der Balance. Und du brauchst dann einen Ausgleich zwischen Geben und Nehmen in Beziehungen, damit sie tiefer werden. Und ich glaube, das Gleiche gilt aber auch hier, wenn er das gratis machen würde, sagen die Leute, naja, kann ich halbherzig zuhören oder so. Ja. Ja. Und nehmen es nicht an. Ja. Das Gleiche ist, der Umsatz von Geben und Nehmen richtet sich immer nach dem, der weniger zu geben hat. Das heißt, zum Beispiel in einer Beziehung, ja. Also nehmen wir mal an, ja, wir sind jetzt in einer Beziehung und keine Ahnung, du hast keine Kohle. Und zu meinem Geburtstag schenkst mir du, was weiß ich, einen selbstgebastelten Bilderrahmen mit einem Foto von dir. Ja. Und ich kaufe dann Lamborghini. Und ich kaufe den Gegenzug dazu ein Auto. Ja, merkst du das? Das ist ein Missverhältnis. Ja. Ja, ist kein Ausgleich da. Ja. Und das ist oft so, wenn zum Beispiel ein reicher Typ, ja, der sich alles leisten kann, und dann kauft, aber nimmt sich ein Mädchen aus nicht so guten Verhältnissen, die bettet sich daheim in Samt und Seide. Ne? Und wenn immer sie sich einbringen will oder irgendwas tun will für die Beziehung, oder sagt, soll ich was tun? Nein, das macht die Haushälterin, das macht der Gärtner, das macht der Chauffeur. Fühlt sie sich wertlos. Dann fühlt sie sich auf Dauer in der Beziehung wertlos. Ne? Und jetzt geht die her und vögelt irgendwann den Gärten und dann sagt man, die miese Schlampe hat einfach nur ausgenutzt. Weil die Wahrheit ist, es war einer, der sich halt über sie gestellt hat. Weil wenn du das tust. Magst du die Frage beantworten, warum du jetzt noch arbeitest für den Gärten? Weil es einfach so ist, dass wenn jemand was von mir möchte, ich habe was zu geben hat, dann braucht es einfach einen Ausgleich. Meine Erfahrung ist auch, ich würde jedem Klienten, also jedem Berater, der irgendwas arbeitet, dringend raten, seine Preise zu erhöhen. Das, was du letztens geschrieben hast in der Gruppe. Wir haben meine früheren Seminare, die ersten Seminare in Deutschland, da hat ein Kumpel nachher seine Freunde eingeladen, die kein Geld gehabt haben. Der hat gesagt, ja, zahlt von ihm, wenn ihr Lust habt. Ja. Nie das Geld gesehen, hat man nie die Techniken verwendet, die ich ihnen beigebracht habe. Dann habe ich auch Leute gehabt, aber auch in Wien jemanden, der gesagt, okay, nimm mal meine Wohnung, kannst bei mir die Seminare machen, ich lade die Leute ein. Und ich habe gesagt, ja, gibst halt den Beitrag, den du glaubst. Das erste Mal hat er noch die Hälfte gezahlt und die anderen zwei Mal hat er nicht mehr gezahlt und hat sich immer rausgeholfen. Aber die Gruppe da und er ist immer weiter draußen gestanden. Und dann habe ich einfach gemerkt, oder mein letztes Team, die habe ich alle meine Seminare geschenkt und gesagt, okay, macht sie nur meine E-Mails und helft sie meine Bücher fertig zu machen und dann wollten sie das Geld von mir haben. Also dann werde ich ihnen einen Wert geschenkt von 20.000 Euro mit den ganzen Seminaren, wo ich gratis dabei war. Und deswegen funktioniert es leider nicht.
Nein. Weil du gibst einfach zu viel hin und sie können mit der Macht nicht umgehen, sie können mit dem Geschenk nicht umgehen. Nein, vor allem du musst auf dem anderen das Gefühl geben, in die Beziehung zu dir was zu investieren. Mhm. Es gibt so diesen Satz, ich sage das immer zu gern, der sagt so, wenn du in die Welt hinausgehst und als Freund, dann findest du Freunde überall. Und wenn du hinausgehst, um Freunde zu suchen, dann tust du schwer. Die Wahrheit ist aber nicht vollkommen richtig, sondern eher falsch, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe in meinem Gartenzaun ein Loch, ja, dann ist es ja das Loch zwischen mir und meinem Nachbarn, also es gehört quasi uns beiden. Ne? Und wenn ich jetzt zum Nachbarn hergehen würde und ich würde das Loch flicken und ich würde dann nachher zum Nachbarn sagen, hey, Herr Nachbar, schauen Sie, ich habe das Loch für Sie zugemacht, dann sagt der Nachbar vielleicht, ja, okay, danke, aber ich weiß nicht, ob es ihm wert genug ist, dass er noch mit seiner Frau redet und sagt, schau, was der Borde für ein toller Nachbar ist. Wenn jemand zu meinem Nachbarn sagt, Herr Nachbar, können Sie uns mal helfen, das Loch im Gartenzaun zu flicken? Mhm. Also wenn ich ihn dazu bringe, etwas zu tun, etwas zu investieren in unsere Beziehung, ist die Verbindung viel stärker. Mhm. Zum Beispiel, wenn du Leuten was verkaufen möchtest, machst du genau das Gleiche. Was ist sicher, Kunde kommt rein, ja, und du sagst, geh, jetzt, ich habe da gerade Sauerei auf meinem Schreibtisch gemacht, können Sie mal kurz das Hebel halten oder sowas. Die Chance, dass der Kunde nachher von dir kauft, weil er Beziehung aufgebaut hat zu dir und was investiert hat, ist wesentlich größer. Ja? Das heißt, wenn er was auch immer macht, ja. Oder ich habe zum Beispiel in meiner Coaching-Praxis, ursprünglich habe ich gesagt, kostenloses Erstgespräch. Ja? Und ich habe ein kostenloses Erstgespräch, du kannst anrufen, du kannst dich anmelden. Das ist super, ich habe freie Zeiten gehabt, habe gesagt, okay, melde euch an, seid dafür das Gespräch. Habe eine Ausfallsrate gehabt von vielleicht 70%, ja? 70% der Leute. Dann habe ich ein Verfahren entwickelt, da geht es einfach nur darum, dass die Leute was tun. Das heißt, da muss man oben ausfüllen, da muss man was ausschreiben, etc. Ausfallsrate gegen null. Ja. Ich lasse dir einen zweiten Bogen ausfüllen, bevor es ins Coaching kommt, mit noch mehr Fragen. Also bevor der bei mir ist, wenn der kommt, zu mir kommen Leute die aus der ganzen Welt, ich habe Leute aus Schweden, aus Deutschland, aus Amerika, wo ich alles schon gehabt. Ich sage denen beinahe, wenn der aus Deutschland kommt oder sonst irgendwas, sage ich, ja, wenn du dich bemühst, dann ist es anscheinend nicht wichtig. Und die Leute fliegen jede Woche zu mir, überhaupt kein Thema und haben auch kein Hoch. Und weil die investiert sind, weil sie so viel machen, bewegen sie auch ihren Arsch. Du musst die Leute dazu bringen, dass sie was tun. Ja. Also ist da noch so. Und deswegen, wenn du das Gefühl hast, ich muss alles herschenken, ja, dann gibst du zu viel. Ja. Genau das Gleiche ist, wer zu viel bekommen hat, geht jemand, kommt zu dir und sagt, geh, kannst du mir unbedingt Geld borgen, weil das Leben meine Arme und ich bin sein Opfer. Gib mir die Kohle. Was wird passieren? Ja. Weder hat er seine Geldprobleme gelöst, noch kann er es da zurückzahlen. Was macht er jetzt? Jetzt flüchtet er. Jetzt rufst du ihm an und sagst, der geht nicht ab. Ja. Zu viel gegeben. Aber es ist so, ja. Und was würdest du dann tun, wenn das nicht Selber denjenigen abholen, wo er ist. Und ich meine, du kannst nicht sagen, was die. Über Geld spricht man nicht, Geld hat man, ja. Das kannst du dann machen. Okay, aber wenn diese Person selbst. Selber in die Opferposition gehen, in der ersten Stelle dort annehmen und sagen, puh, schwierig, wow, was? Na, was hättest du gemacht aber oder was kannst du machen? Dann rührst du diese Person an. Nein, du rührst die Position an, weil bist du nicht verantwortlich. Einem Bettler brauchst du kein Geld geben. Mhm. Wenn du einem Bettler Geld gibst, was passiert? Was sagt er dann? Kann ich mehr haben? Nein, was sagt er? Was bestätigst du? Sein Mindset, ich bin ein Bettler. Dann hat er halt viel gebettelt. Was auch interessant war, zum Beispiel jetzt in Amerika, bei mir ist so, manchmal habe ich den Impuls, dann gebe ich manchmal nicht. Je nachdem, was der Impuls sagt, ich habe kein Konzept. Und ich war gerade so in meinem Flow, in meiner Glücklichkeit, komme gerade vom Einkaufen, das war in Monterey, und ich habe noch Seaweed gehabt, ich finde Seaweed ziemlich geil. Und da ist halt irgendeine Frau gesessen drüben, mit nichts, und das war echt kühl, und habe es einfach. Magst du was? Hat sie sich angeschaut, ja. Und dann schaut sie es an und schmeißt es weg. Ich meine, überzeugt, magst du, nimm es halt wieder. Okay, wieder schauen. Und das hat mir aber jemand gesagt, oft, der auch ein paar bettelnden Leuten was gegeben hat, hat dann gesagt, okay, nein, du musst sie zwingen, dass sie erst wieder was nehmen. Weil sie so in diesem Wegdrücken sind, weil sie noch immer diesen Kampf in sich haben, dass sie erst wieder lernen müssen, was anzunehmen. Zu empfangen zu können. Es war eine interessante Ansicht von ihm. Weil er es dann gesehen hat, weil er bettelnden Leuten und so weiter geholfen hat. Es ist halt immer die Frage, bleibe in der Frage drin. Das eine ist natürlich Mafia, ist klar. Aber ich sage, okay, wenn du jetzt alle Bewertungen weglöst, frage immer, was jetzt für dich stimmig ist. Weißt du, der nicht weh. Ja, man kann schon irgendwas geben. Aber nicht in der Hoffnung, dass man dadurch reicher wird. Eben. Wenn jetzt ein Freund von mir kommt und ich bin mit dem in einem Kontext und ich weiß, er zahlt es mir zurück, etc., das ist was anderes. Weißt?
Aber Geld geht dorthin, wo Menschen gut mit Geld umgehen können. Wenn jemand nicht mit seinem Geld umgehen kann, dann brauchst du keine Kohle geben. Darf ich dich was fragen? Okay, ich weiß gar nicht, ich muss erstmal durch. Ich habe eine Frage, wenn ich fragen darf. Vielleicht sind es noch mehrere Fragen. Ich glaube, das ist eine Frage. Ich bin am Freitag, wie ich hergekommen bin, habe ich auf einer Waschstraße einen Euro in der Hose gehabt und gehe vorbei, einen Euro in der Hosentasche und gehe beim Bettler vorbei und er hat einfach ein Lied in seinem Herzen gehabt. Und das ist gut. Und beide haben dieses Lied in sich gehabt. Und ich habe einfach, war so richtig geil, greife hingewöhnt aus und habe gemerkt, boah, Geld fließt. Was war selbst passiert? Es ist einfach richtig, boah, es bewegt sich. Und mein Freund ist 23 und ist Studentin und hat einfach nicht so viel Kohle. Aber ich habe einfach meistens das Gefühl, dass sie mehr gibt als ich. Obwohl ich einfach immer einfach deutlich teurere Geschenke mache, aber es ist irgendwie nicht so. Ich habe das Gefühl, es kommt mehr zurück. Ich habe das Gefühl, es wird einfach durch. Ja. Alle Verträge, die mit deiner Partnerschaft zusammenhängen, bitte lösen. Überall, wo du von einem früheren Leben das Gefühl gehabt hast, zu wenig zu geben, bitte lösen. Ich habe das mal mit meinem Trainingspartner gehabt. Ich habe damals als Coach damals bei ihm gearbeitet und ich habe gesagt, okay, das sind jetzt dann die 150 Euro oder so. Und er hat sie mir gegeben und ich sage, das fühlt sich nicht richtig an, weil er noch ein Thema gehabt hat. Und erst dann, wo er ins Herz gegangen ist, habe ich die 150 von ihm nehmen können. Und dann war es so, nachdem ich sonst ja kaum zu Hause war, habe ich auch kein Internet zu Hause und dann war ich öfters bei ihm, der wohnt in der Nähe. Und dann war immer so in die Richtung, als bin ich was schuldig, wenn ich zu ihm gehe, wegen dem Internet. Ja, was ja voll banal ist. Und ich meine, irgendwas, was ist das so komisch zwischen uns, was Geld angeht? Also zusammen reisen gewesen in Costa Rica und dann verlangt er von mir das und das. Und ich sage, voll schräg. Und ich sage, aber das, was ich ihm gebe, schon die letzten 10 Jahre, könnte er es nicht erzahlen. Aber das war's. Was geht da ab? Und dann sprich ich ihn auf das an und ich spüre mal rein, was ist da zwischen uns, was Geld und Materielles angeht. Und dann haben wir, Scheiße, ich habe einen Diamanten gestohlen. Du hast ihm einen Diamant gestohlen? In ein früheres Leben. So ist es. Und erst, wo ich dann hergegangen bin und einfach mal vorgestellt habe, boah, da alle Diamanten und Schätze der Welt, die gibt jetzt alles zurück, was ich je von irgendjemandem genommen habe. Puff, hat sich alles gelöst. Was ist noch passiert? Er hat viel mehr Wertschätzung bekommen für unsere Freundschaft und das, was ich tue. Und es war auch interessant, dass auch zum Beispiel, wo er über seine Frau so eine Sicherheitsglocke drüber gehabt hat. Und da war so ein Sexding. Und ich bin halt manchmal recht provokativ. So, was ist, wenn du mit deiner Frau Sex hast? Und dann hat er mir angeschaut. Weil sie ist ja auch Wassermann, sie ist ja auch offen, für sie wäre es ja kein Problem. Du bist ein Wassermann. Mhm. Oh, jetzt weiß ich halt. Nein, alle Wassermänner sind so. Mhm. Also, ich kenne nur viele Wassermänner. Ich bin selber Wassermann, ich kenne. Wassermänner sind. Ja, also ich kenne. So da hat jemand noch ein Thema mit Wassermänner? Ja, sag was gegen Wassermänner, jetzt pass einmal auf. Ja. Die geilsten Typen über das Wasser sind immer. Wir haben was gegen Generalisierungen. Ich glaube nie, dass alle so sind bei uns. Ja, und ich war bei uns nicht so sein, dass sie das sind, bitte nicht. Na gut. Das war so interessant, was ich das war so interessant. Sie ist Hebamme, eine komplett herzliche Frau. Und ich meine, das ist komisch, wenn es sie trifft. Es war für mich immer noch eher interessant. Sie kurz in der Geistin kurz geredet, aber sie nie gespürt. Das war für mich immer so komisch. Was ist da? Dann haben wir von ihm ein Thema gelöst von seiner früheren Beziehung, weil er nämlich Pollenallergie gehabt. Sind wir zurückgegangen, raus, puff, Pollenallergie weg. Und dann hat er Angstthema, seine Frau zu verlieren. Puff. Und dann kommt auf eine andere Frau in sein Leben, in einer Yoga-Lehrerin, die auf ihm steht, und der spürt voll die Spannung. Und man, ja, hätte das Bock drauf. Ja, irgendwie schon, gell, und so. Dann habe ich mal Bade eingeladen, also, und habe da eine Heilung gemacht zwischen den Baden. Und dann habe ich gefragt, du, was werden, wenn deine Frau dir erlaubt, mit ihr zu schlafen? Und so, das klappt dann nicht, Mann. Lass mich reden. Red halt mit ihr. Und meinst du, wie viel Prozent würdest du das erlauben? Meinst du, ja, wird schon erlauben, aber man, ja, sie hat Angst um die zwei Kinder, die sie haben. Das ganze Muster gelöst, die ganze sexuelle Heilungsgeschichte gemacht. Einen Tag später
Was so schreibt sie mir dann an, war sechs so viel besser. Und was noch ist, die ganzen Leute haben sich gefragt, was ist mit dir, schaust du viel jünger aus? Ja. Und was noch passiert ist, ist Spiritualität hat angefangen. Weil zuerst hat sie wohl alles cool gefunden, was wir machen, aber selber nicht so reingegangen. Puff, seit dem Tag, komplette Öffnung auf allen Ebenen. Und das war einfach so geil zum Anschauen, was dann passiert. Und einfach diese ganzen Glocken von dir wechseln, wo du sagst, boah, das ist meine Frau oder was auch immer. Und es war echt irre interessant, was für eine Entwicklung sie jetzt gemacht hat über die letzten Jahre. Das ist einfach schön zum Anschauen. Und jetzt überlegt sie euch, wo. Hat was gehabt mit der Yoga-Lehrerin oder? Nein, hat sich energetisch schon was gelöst. Ja. Oft ist es so, wenn man einen Bums macht, dann fragt man sich wieso, und wenn man das dann löst, dann wollen wir leben und dann ist es so. Versuch sie mir energetisch zu machen. Geht nicht immer, aber. Mal durch. Wie viel glaubt sie noch jemandem zu schulden? Und jetzt nehmt sie mal die ganzen Schätze der Welt her und gebt es der Welt zurück. Stellt sich das vor, gebt es euren Eltern zurück, dass ihr nichts mehr schuldig seid. Gebt es euren Freunden zurück. Und wie viel sind die euch noch schuldig, was ihr noch nicht bereit wart zu empfangen? Und überall, wo euch noch jemand der Beitrag sein kann und mehr Geld für euch hat, bitte empfangen jetzt. Alle Energien und Geistwesen, die euch noch ein finanzieller Beitrag sein können, ladet sie jetzt in euch ein. Nein. Es ist ein ernstes Ziel, wenn ich sage, ich möchte so viel Geld haben, dass ich von den Zinsen so leben kann, dass ich nicht mehr arbeiten muss, wenn ich will. Spürst du deine Füße? Spürst du jetzt deine Füße, ja? Was? Spür deine Füße und stell die Frage nochmal. Die Fersen und die Zehen. Okay. Ist es ein... Füße schön. Ist es ein Herzensziel? Dann sage ich, ich will so viel Geld haben, dass ich davon leben kann und dass ich sage, ich muss. Woher ist dieser Gedanke gekommen? Ist der daher gekommen oder daher? Ja, aus dem Buch ist es gekommen. Eben. Ich meine, ist cool. Schau, der Herzenswunsch kommt aus dir heraus. Ja. Geld folgt der Freude. Wenn du immer noch nach Konzepten suchst, bist du nicht komplett in der Freude. Nimm mal, sag einmal, ich erlaube mir arm zu sein. Ich erlaube mir Bankrott zu sein. Eselsbahn. Was wäre mein Herzensziel überhaupt? Ich will ja nicht von da oben kommen. Kann mir nur jemand einsammeln? Ja, das ist ein Beispiel, das falsch. Wie zum Beispiel ein Kinderpark bauen. Okay. Eine, wie heißt diese, Ringgespielbau. Worum geht's im Leben? Ich finde es saugeil, dieses Bankrottgefühl, finde ich so geil, dass ich so BAM aufkommen und es ist vorbei. Es ist mal vorbei und ich kann wieder nach oben. Aber sehr grausig. Sehr gut. Ich hab's jetzt verstanden mit Herzenswunsch. Kannst du mir mal mein Dings, mein Glas oder geben das? Das war's. Also ich habe vor einem Jahr ein Produkt entwickelt, das gesunde Nutella-Ersatz und ich bin voll überzeugt davon und ich will es in die ganze Welt rausbringen mal und dafür brauche ich natürlich Geld. Wenn ich sage, ich will jetzt keinen Kredit aufnehmen dafür oder mit ein großes Risiko oder so, dafür brauche ich viel Geld, dass ich sage, spürst du deine Füße?
schmeißen? Ja. Ich spiele so aus, als ich im Herz bin, ohne jetzt die Füße. Das wäre für mich Herzensziel. Ich sage, ich habe so viel Geld. Ich kann das einfach warm, ich bringe es einfach fertig, wurscht was. Ich fahre mit dem Kredit um und dann 50 Stunden die Woche arbeiten, dass das irgendwie läuft. So, ich kann einfach warm, ich mache es. Ich mache Leute ein, kann die bezahlen. Und das Produkt geht auch in die Höhe, wie es halt ist. Warum ist da so viel Angst dahinter? Ja, jetzt habe ich das Geld immer mehr. Warum ist so viel Angst dahinter? Hinter was jetzt? Hinter der Idee. Hinter der Idee? Nee, es ist nicht die Angst dahinter. Es ist. Ich will nicht 50 Stunden oder was in das Arbeiten. Ich bin kein Unternehmer jetzt. Ich mag gerne andere Sachen. Aber ich mag die Idee, ich hab die Idee. Schau, das ist so ähnlich wie bei mir. Ja, das will ich auch machen. Ich bin Artist. Ja. Mich interessiert das Network Marketing nicht. Genau, ja. Das heißt, du brauchst aber jemanden, der die Idee geil findet, der kann es vermarkten. Genau. Und wenn ihr schon mit viel Geld der Artist, der das gemacht hat. Ja, aber es ist einfach, wenn ich mit viel Geld daherkomme, dann spart er sich eine Wertposition. Ja, ist auch eine Ansicht. Was ist, wenn der kommt, der das geil findet, für Geld hat? Natürlich, aber. Nichts aber. Warum kann ich nicht für Geld haben? Sicher kannst du. Ja. Aber es ist ja nicht der Herzenswunsch. Schon. Nein, sicher. Der Herzenswunsch ist das, da rauszubringen. Genau. Genau, das schaffst du auch ohne Geld. Das ist mit Geld. Deswegen glaubst du ja Insel gründen, nein. Dann wäre das ja. Nein, nein, mir schießt auf. Danke. Jetzt haben wir das 2 Tage hingeschissen, jetzt habe ich das langsam kapiert. Also ich weiß nicht, ob es dir hilft, aber ich bin gar keine Unternehmerin. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt von Geld. Und ich wusste noch gar nicht, ob ich auf das Seminar hier überhaupt kommen soll, weil ich irgendwie so voll im Kosmos war und keine Ahnung hatte, ob... Ich war irgendwie ein bisschen in meinem Hirn. Und es ist nicht so, dass ich das Geld nicht habe. Ich habe genug. Aber ich habe dann meiner Seele, also ich habe dann wirklich so mich reingefühlt und habe dann gespürt, so, Seele, sollen wir da hin oder nicht? Und einen Tag später ruft mich ein Kumpel an und sagt, ich kriege ja noch 1000 Euro von ihm. Und weil es 2 Wochen länger gedauert hat, wie er es mir eigentlich hätte zurückzahlen wollen, hat er mir noch 600 draufgelegt. Ich dachte mir so, Universum, du geile Sau. Und dann hat Benny geschrieben. Und dann habe ich gesagt, Benny, weißt du, ich habe gerade Geld geschenkt bekommen, ich komme nach Wien. Und ich habe keine Ahnung. Es war einfach nur eine Herzensintention. Ein Gefühl, dass ich gedacht habe, ich möchte Teil von dem Ganzen sein. Und ich bin gar nicht hierher gekommen, so mit extremen Erwartungen, so das und das und das muss alles sein. Es war nur so ein... Das hat sie mal als vorher geschrieben. Ja. Ich habe auch alles gesagt, dass ich Angst habe, aufs Seminar zu kommen, weil ich ein bisschen Schiss hatte vor dem, was sie vielleicht sein könnte. Aber mein Herzenswunsch war so klar und so rein. Und ich war nicht im Kopf. Mein Herz hatte sich entschieden, das ist es. Und ich habe nicht darüber nachgedacht, muss ich jetzt hart für Geld arbeiten? Ich habe es komplett ausgeblendet. Für mich ist es nicht, ich glaube nicht, dass man für Geld hart arbeiten muss. Ich glaube, wenn dein Herzenswunsch, also wenn, dein, Geld, wenn deine Intention so rein ist und so klar. Und deswegen kann es von der Idee mit dem Geld funktionieren. Mhm. Außer du bist jemand, der Geld so obergeil findet für ihre Ego-Erfüllung. Ja. Also wenn für die das Wichtigste reich sein ist im Leben, ja, dann wirst du reich. Aber wenn das nicht da ist, überlegt dir die Rumänen, dann haben gesagt, Alex, ich komme, wenn das Geld da ist. Am zweiten Tag vom Seminar war das Geld da. Ja. Und das sind genau die Sachen, die lernen. Übernommen. Sie hat einen Booster, das Geld ist, was sie auch jetzt gerade wieder in der Dame kreiert hat. Und das ist jedes Mal so. Die Leute, die schreiben, ja, war in 2 Wochen ein Seminar, ich habe schon so arbeiten angefangen, bevor das Seminar halt angefangen hat. Ich meine, ja, es passiert einfach, wenn du dich dafür entschließt. Das Problem ist zuerst das Entschließen. Du musst bereit sein, weil du zuerst gefragt hast, was ist, warum fangen wir den oder den Beitrag? Nein, das habe ich schon verstanden, dass du willst, dass die Leute wichtig. Das Problem ist eben, wenn du es herschenkst, was ich früher teilweise gemacht habe, ist, weil dann der Ego sagt, ich würde eh nicht zu viel verlieren. Und bei der Mittelschicht hast du gesagt, 1200 Euro für eine Woche, ja, das gebe ich gerade noch aus.
Und dann bin ich aber trotzdem dabei, weil ich möchte trotzdem nicht verlieren, ich möchte trotzdem irgendwie einen Gewinn haben. Das ist genau das. Aber ich wollte es dann eh wieder höher ansetzen, einfach nur mal hinher einfach reinspielen, was ich jetzt. Deswegen sage ich, das kostet 1.200, sag du, dein Mindestbeitrag für die Selbstinvestition, das ist der Beitrag. Und ich habe dann Leute, die nachher 2.000 geben, je nachdem, ob sie es verstanden haben oder nicht. Das ist bei den Geldseminaren, wo wir noch einen Abend gemacht haben, das gleiche. Wo die Leute noch herauskramen und Angst haben, ja, nicht zu viel zu geben, und die anderen sagen, ja, danke, war einfach nur geil, ich verstanden. Und dann sind die ein Vertrauen manifestieren mir. Das gleiche mit einem anderen Kumpel, der hat 130 Euro nur noch gehabt für das ganze Monat. 180, 130 hat er mal gegeben. Und dann war noch dieses Mangelthema bei ihm da. Und er hat nur noch 50 für das ganze Monat, das hat noch eine Woche gefehlt, bis das Monat aus ist. Und dann hat er so hingelegt, wir haben einfach noch Tisch und hingelegt. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich komisch an, weil ich brauche nicht das Papier. Wenn man nur das Papier gibt, ist keine Energie dahinter, ist uninteressant. Und haben wir das Mangelthema gelöst, dann gibt er mir alles und am nächsten Tag kriegt er von seinen Eltern die ganze Küche neu geschenkt. Oh ja, das ist so witzig. Oder Auto geschenkt oder 2.000 Euro geschenkt. Das ja. Alles schon passiert eben aufgrund von diesen ganzen Clearings und den Sachen, die wir da machen. Und der Kern war das Vertrauen in der Geschichte, meintest du? Hm? Das Vertrauen war der Kern in der Geschichte? Oder nein, der Fülle. Du weißt schon, es ist da. Schau, wenn sie doch ganz simpel, warum sagen alle Mogule, was weiß ich, Warren Buffett, ja, das ist so der, ja, oder Bill Gates oder ja. Irgendwelche, die sagen alle Dankbarkeit, ja, die sagen das ja nicht nur, weil es gut klingt, sondern weil sie so ein bisschen in der Fülle, ja. So, jetzt bist du in der Fülle, folgedessen triffst du keine Mangelentscheidung mehr. Weil wann triffst du eine Mangelentscheidung mit Geld? Wann wirst du emotional mit Geld, wenn du es dringend brauchst? Das ist genau das gleiche, wie wenn du Karl und in der Frau brauchst. Dann rennst du ja hinterher und bist im Mangel und du kriegst es genauso. Genau. Das ist genau das gleiche ist zum Beispiel mit Kohle, oder? Ja. Wenn du aber in der Fülle bist und sagst, ich habe genug, ich kann sogar was davon abgeben, ja, dann, und jetzt hast du die Wahl, soll ich das Geschäft oder das Geschäft machen? Dann sitzt du nicht sofort auf den heißen Deal, weil du nicht in der Gier bist. Ja. Alles, was Verlangen ist, alles, was Gier ist, neigt davon, von dir wegzukommen. Und Geld, du kriegst halt, das ist ein völliger Schwachsinn, ich muss arbeiten, hart arbeiten für Geld. Ja, habe ich nicht gesagt. Weil die reichsten Leute arbeiten nicht hart für ihr Geld, die arbeiten smart, sagt man mal. Bei den reichen Leuten, wenn du dir solche Interviews anhörst, du musst mal 5 Jahre durchbleiben. Ja, warte mal kurz. Das ist bei jedem anders. Ich bin jetzt, also zum Beispiel jetzt, ja, ich hab jetzt kennen ein paar wirklich extrem reiche Leute. Ja, ich bin jetzt am kommenden Wochenende bin ich in Venedig eingeladen auf Insel und was ich weiß. Ja, Leonardo DiCaprio und Schwarzenegger und das komplette Programm. Ich halte da der Rede und so, ja, ist ziemlich heftig. Es heiratet, ja. Und der Typ, der das macht, ist 900 Millionen Euro schwer. Der ist richtig reich. Und das ist so ein Typ, ja, der hat künstliche Hüften, künstliche Zähne. Das ist so ein richtiger Brechen, Kämpfen, Stürmen etc. Unglücklich, ja? Völlig unglücklich, aber er hat ur viel Kohle. Und der macht das halt so mit Kämpfen und mit hart, das funktioniert schon. Du kannst schon reich werden auf die Art und Weise, aber ich kenne auch Leute, die das auf easy machen. Ja? Mhm. Es geht beides. Mhm. Aber eins steht auf jeden Fall fest, wenn du was nicht geil findest, was du tust, ja. Das ist ja keine, brauchen wir nicht spirituell sein, ganz simpel, du findest nicht geil, was du tust. Ja. Dann kannst du es nie besser machen oder nie so gut machen wie jemand, der es geil findet. Also was ich meine? Ja, klar, ja. Das heißt, wenn du was geil findest, dann machst du es meistens auch richtig gut, oder? Ja, und deswegen, wenn jetzt, geil, ja. Und deswegen, dann machst du es und dann ist es aber auch inspiriert. Ja. Wenn ich einen Artikel schreibe und ich bin um 3 in der Früh immer noch auf und ich kann nicht schlafen oder vergesse zum Essen und zum Trinken, ja. Dann taugt mir das halt. Und was ich meine? Ja. Und das muss es sein. Also wenn es inspiriert ist, dann läuft das von selbst. Ja. Deswegen, wenn du sagst, ich bin kein Unternehmer, ja. Du wirst